Ja, eigentlich sind schon fast 30 Jahre, dass wir digitale Medien an den Schulen haben. Seit ungefähr 2000 wird es halt richtig spannend mit dem Internet. Seit 2007, 2008 dann diese Facebook-Geschichte. Ja, der Mehrwert für die Schulen ist der, dass man vor allem heute, wenn ich jetzt mir die Schulen, den Unterricht, junge Lehrer, Schülerinnen anschaue, der ist heute die Öffnung der Welt durch das Netz, durch diese Möglichkeit, außerhalb des Klassenzimmers auch Kontakte aufzunehmen. Aber das ist nicht der einzige Mehrwert, nicht? Wenn ich mir jetzt vorstelle und vor meinen Augen eine Klasse habe, dann sehe ich, sie haben eigentlich, wenn sie digitale Medien zur Verfügung haben, sei das ein Handy, sei das ein Tablet, sei das ein PC in der Klasse, der Verbindung mit dem Internet nach außen hat. In jeder Klasse gibt es jetzt eine riesige Bibliothek. Man kann alles nachschauen. Also diese Angst, die früher Lehrer hatten, Schüler wissen mehr als ich und so, das ist schon längst überholt, weil das sowieso jeder Schüler eigentlich Zugang zu allem Wissen hat, wenn er weiß, wie es geht. Und das hat er auch eigentlich im Unterricht und in der Schule zu lernen. Das ist die eine Sache. Die zweite, ich bin Sprachlehrerin, natürlich Verbindungen aufzunehmen zu Ländern, wo diese Sprachen gesprochen werden, zu Menschen, sich vernetzen zu können, in Dialog zu gehen, miteinander, voneinander zu lernen, das sind Vorteile, die man früher so überhaupt nicht nutzen konnte. Das Dritte ist auch für mich, dass, wenn ich jetzt an Volksschulen denke, Kinder können hier sehr individuell üben und lernen und außerdem ausgesprochen kreativ arbeiten. Sie können kleine Filme drehen, sie können etwas fotografieren und dokumentieren. Und das sind natürlich für mich so die wichtigsten Eckpunkte, weltweit sich vernetzen zu können, Informationen jederzeit von überall einzuholen, selbst kreativ arbeiten zu können. Üben und lernen, je nachdem, wie das Bedürfnis des Kindes ist, also individuell auf die Bedürfnisse der Kinder als Lehrer eingehen zu können. Das sind für mich die großen Vorteile. Ja, ich selber betreue jetzt so ein Netz, mehrere Netze, eines mit 92 Schulen, eines mit 42 Schulen, das ist interessant, wo 42 Wiener Schulen ausgestattet sind mit jeweils einer Klasse Tablets, also 20 Tablets haben die zur Verfügung. Das heißt, in diesen Schulen ist es einmal notwendig, dass die Infrastruktur so weit ist, dass jeder Schüler mit diesen Geräten ins Internet kommt. Und da ist eine lustige Geschichte passiert. Eine Schule hat Tablets bekommen, die nicht von besonders hoher Qualität waren, aber einen LTE-Würfel, damit sie in dieser Klasse auch wirklich ins Netz kommen, weil das WLAN in der Schule nicht so gut ausgearbeitet, nicht so gut funktioniert. Und ich habe dann also ein bisschen eine Umfrage gemacht unter diesen Schulen, wie sie diese Geräte nutzen, wie es ihnen geht, und das war eine AHS. Und mir schreibt der Kollege zurück, dieser LTE-Würfel ist einfach super, weil jetzt nutzen alle Kinder ihre Handys zum Arbeiten, weil mit den Tablets geht es nicht so gut. Und seitdem ist dieses Verbot, das Handyverbot in der Schule gefallen und es gibt jetzt eine gescheite Regelung. Also das habe ich schon irgendwie lustig gefunden. Und es ist jetzt schon in ganz vielen Schulen so, wenn ich jetzt Volksschule und Sek 1, also Kinder bis 14 Jahre, in diesen Schulen ist es meistens so, dass es heißt, die Handys bleiben im Spind oder abgeschaltet in der Schultasche oder es gibt überhaupt ein Handyverbot. Ja? Wenn ich dann in diesen Schulen nachfrage, wie ist das so streng? Naja, manchmal, wenn wir es brauchen oder in einer Sek 1, wenn bei uns das WLAN ausfällt, macht halt irgendein Kind einen Hotspot mit dem Handy, dann wird es benutzt. Ja? Und in der Oberstufe ist es überhaupt so, also von 10 bis 8, von 14 bis 18 oder Gymnasium-Oberstufe, dass in ganz vielen Schulen dieses ganz strikte Verbot gefallen ist, dass man zwar den Schülern sagt, die Handys müssen abgeschaltet sein, nicht benutzt werden, aber wenn sie für den Unterricht gebraucht werden, ist es möglich. Und ich verstehe die Lehrer auch. Also früher war ja diese große Angst, es wird irgendwas gefilmt im Unterricht und dann wird das ins Facebook gestellt. Diese Zeiten sind irgendwie vorbei, das ist nicht mehr so. Aber ich selber kann mich an ein kurzes Geplauder erinnern. Wir waren in einer Runde beim Abendessen und irgendwer sagt dann, sag mal, warum sagen denn die Süditaliener nicht Orangen, sondern nennen das Portuale? Dann sagt einer, ach, da schaue ich jetzt schnell nach im Facebook.
in der Wikipedia oder wo auch immer. Nimmt das Handy, fängt zu suchen an. Anderer sagt, ich mache jetzt von euch ein Foto in der Runde. Ja, schick es mir. Es war 2 Minuten, jeder hat sein Handy bei der Hand gehabt. Jeder ist dann irgendwo anders gelandet, weil bei dem hat das Programm nicht funktioniert, der andere hat eine Nachricht bekommen. Und ich habe dann zum Spaß gesagt, machen wir jetzt einen Chat, damit wir gemeinsam wieder ins Reden kommen. Und dieses schnell abgelenkt sein, das ist das, was die Lehrer jetzt so befürchten und oft sagen, Handyverbot, weil sie es von sich selbst auch kennen, wie das ist. Wenn man da mal reinfällt, dann kommt man nicht mehr zum Thema zurück. Und deshalb finde ich, muss man wirklich in den Schulen gute Regelungen aushandeln und in den meisten Schulen gibt es das inzwischen ja auch schon. Wenn die Angst so groß ist, dann sollen sie sie besser ja gar nicht nutzen. Im Prinzip glaube ich, das hat sich auch schon ein bisschen in den letzten Jahren geändert. Das Einfachste ist, wenn man Kinder hat, dass man sich eigene Kinder, dass man sich von denen beraten lässt. Das Zweite ist natürlich, dass man sich von den Schülern helfen lässt, ja, und sich einiges erklären lässt. Natürlich werden sie nicht alles verraten. Die erzählen nicht, in welchen Netzwerken sie aktiv sind. Und selbst wenn sie dann sagen, na ja, und Facebook ist ja auch ganz nett und diese Lehrerin sagt, na ja, und da will ich nicht hinein, dann wird den Kindern nicht mehr als ein Grinsen übers Gesicht kommen, weil da sind sie eh schon längst nicht mehr, weil da sind die Eltern und Großeltern und so weiter. Also ich denke, diese Angst zu haben, das wären jetzt auch schon 18-, 19-Jährige. Die haben Angst, weil die kleineren Kinder und ihre Geschwister auch schon in gewissen Bereichen mehr wissen. Und so ist es eben heute. Und man kann sich einiges erklären lassen von den Schülern. Und wenn die Angst wirklich allzu groß ist, ja, dann lassen wir es halt bleiben. Es gibt genug andere Lehrer, die das dann machen in der Schule. Mit dem SI-MOOC, aber das seid ihr ja schon drinnen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich einmal nicht mit 100.000 Büchern, Broschüren den Kopf vollfüllt. Ich denke, das Wichtigste als Lehrer anzufangen, ist sich selber einmal in eine Schülerrolle zu begeben und einen Kurs zu machen. Jetzt nicht, wie setze ich jetzt Handys und digitale Medien im Unterricht richtig ein, sondern zu ganz einfachen inhaltlichen Themen, die zum Beispiel das Fach betreffen oder im Safer Internet oder Kochen in Südeuropa oder was auch immer. Und dann kriegt man das Gefühl dafür, was digitale Medien für Möglichkeiten eigentlich bieten. Das ist für mich so der allererste Schritt. Der nächste Schritt ist natürlich, man nutzt diese Medien für den eigenen Unterricht zum Vorbereiten, zu Hause, sucht, recherchiert, probiert aus. Und dann wäre es ganz wichtig, dass man Kollegen, die das schon nutzen, über die Schulter schaut, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, im Unterricht beizuwohnen, bei Kollegen, von denen man weiß, dass die sehr erfolgreich digitale Medien immer wieder einsetzen. Und sich dann von denen auch Tipps gibt, was funktioniert besonders gut, weil dieses von Gesicht zu Gesicht, also ist am allerbesten, wenn man das alles durchliest, theoretisch klingt das ja alles fein. Und dann beginnt man halt ganz in kleinen Schritten da und dort was auszuprobieren. Dazu ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man einen guten Draht zum Techniker der Schule hat, ja, der einen immer wieder hilft. Und wenn man sowas ausprobiert, dass man immer einen Plan B hat, wenn was nicht funktioniert, dann sofort aufhören und man macht das andere. Und dann kann man beginnen, sich zu vertiefen, weil dann hat man schon ein Gefühl dazu, das möchte ich machen, will ich machen, ich bin motiviert und dann besuche ich halt einen Kurs an der pädagogischen Hochschule, an der virtuellen PH, in einem MOOC, lese Bücher und dann geht das sowieso so weiter. Also ich denke, der Einstieg muss einmal der sein, dass man selber einmal Schüler ist und Lust darauf bekommt.